Exzellente internationale Nachwuchswissenschaftler führen an der Graduiertenschule Leipzig School of Natural Sciences Building with Molecules and Nanoobjects, BuildMoNa, hochaktuelle interdisziplinäre Forschungsprojekte in Physik, Chemie und Biowissenschaften durch. Damit knüpft die Graduiertenschule BuildMoNa an die über 600-jährige Tradition der Universität Leipzig an, mit vielen interessanten Forschungsprojekten. An Titanschrauben wollen Doktorand Rai Kassert und seine Kollegen beispielsweise die Verbindung von starren Materialien wie Metallen oder festen Oberflächen und weichen Materialien wie Polymeren oder Biomolekülen verbessern. Bei Knochenbrüchen ist das besonders wichtig. Wir versuchen mit der Beschichtung der Titanoberflächen das Anwachsen von Knochenzellen am Titan zu verbessern, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite zum Beispiel die häufig auftretenden Nebenwirkungen wie Entzündungen zu minimieren. Wir setzen dabei Knochenzellen ein, die wir auf der Oberfläche der Titanimplantate oder andere Titanoberflächen im Mikroskop testen. Diese Knochenzellen sind dabei grün markiert, sodass wir sie im Mikroskop einfach beobachten können. Auf solche Saphir- oder Glasplättchen trägt ein gepulster Excimerlaser in einem weiteren Forschungsprojekt ultradünne Filme von transparenten, leitfähigen Oxiden auf. Helena Hilmer will die Eigenschaften dieser hochmodernen Werkstoffe untersuchen. Eine der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind DVDs mit wesentlich höherer Speicherkapazität. Hierfür werden neuartige Polaritonlaser untersucht. Was auch ein sehr interessanter Aspekt ist, ist, dass diese Laser keine Kühlung benötigen. Diese Quanteneffekte sind eben möglich oberhalb Raumtemperatur und somit würde man auch auf diesen Bereich sparen. Um den Nachwuchswissenschaftlern den Rücken freizuhalten, kümmert sich BuildMoNa auch um die flexible Kinderbetreuung. Angepasst an die individuelle Planung des Forschungs- und Trainingsprogramms der Doktoranden dürfen auch schon deren Allerkleinste ihren Kosmos erforschen. Wer sich wie BuildMoNa Nanoobjekten und Makromolekülen für technische Lösungen der Zukunft verschrieben hat, sucht nach grundlegenden Vorgängen. Zellen sind, wenn man so will, kleine Maschinen, die sich selbst organisieren, eigene Kräfte zur Fortbewegung erzeugen und ihre Umgebung durch Messungen erkennen. Mit dem Optical Stretcher kann die Biomechanik von Zellen genau untersucht werden. Man kann höhere Zahlen an Zellen kontrolliert messen, dabei die Verformung messen und man hat zum Beispiel festgestellt, dass in einer Krebserkrankung in den einzelnen Stadien die Zellen sich verändern, die Biomechanik der Zellen sich ändert und diese kann man jetzt eben hier messen und dann Aufschlüsse daraus ziehen, in welchem Stadium die Krebserkrankung vorliegt oder eben auch Frühdiagnosen anhand von Gewebeproben stellen. BuildMoNa arbeitet auch an der Entwicklung von neuen Katalysatoren. Mit diesem weltweit führenden Parallelreaktorsystem können kontinuierlich verschiedene Reaktionsdruck- und Temperaturverläufe untersucht werden. Martina Madalska will extern schaltbare Katalysatoren auf verschiedenen Oberflächen verankern und sie so besser und effizienter machen. Ich entwickle neuartige, schaltbare Phosphorliganden, die an geeigneten Materialien wie Elektroden oder porösen Oberflächen immobilisiert werden sollen. Um die Aktivität und Selektivität von katalytischen Reaktionen beeinflussen zu können, ist es unser Ziel als Chemiker, die Liganden so zu modifizieren, dass sie während der katalytischen Reaktion gezielt an- und ausgeschaltet werden können. Mit interessanten Angeboten will die Graduiertenschule BuildMoNa weiter ambitionierte, führende Jungwissenschaftler aus der ganzen Welt anziehen. Gegenwärtig arbeiten etwa 100 Doktorandinnen und Doktoranden auf aktuellen interdisziplinären Gebieten, die sich mit der Erzeugung komplexer Materialien basierend auf Molekülen und Nanoobjekten bis hin zur Entwicklung neuer, selektiver, besserer Katalysatoren für innovative Prozesse und auch der Krebsdiagnostik an einzelnen Zellen mittels laserbasierten Methoden beschäftigen. In der Verwendung von Nanoobjekten und Makromolekülen für Technik, Medizin und Industrie stehen wir erst am Anfang. Es gibt viel zu tun. Für die Doktoranden der Leipzig School of Natural Sciences, Building with Molecules and Nanoobjects, BuildMoNa.